geht darum, dass wir eine App für Senioren entwickeln wollen. Oh, das ist ja schön. Ja. Deswegen würden wir Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ja? Also, haben Sie ein Mobiltelefon oder ein Tablet? Ja, ich habe ein Smartphone. Haben Sie Interesse an der Hiltrup-App, die wir entwickeln wollen? Von 1 sehr viel bis... Für Senioren, ja. Da hätte ich wohl also Interesse. Sehr viel. Für euch nicht viel. Smartphones und Senioren, für viele noch ungewohnt und erst recht für die Schüler der 9. Klasse in Hiltrup. Sie wollen herausfinden, welche technischen Bedürfnisse ältere Menschen haben. Da ist einfach der Unterschied. Wir sind damit jetzt aufgewachsen, Nico, Leon und ich. Und wir haben uns jetzt da schon ganz normal dran gewöhnt. Für uns ist das Alltag. Und jetzt merken wir, dass die älteren Generationen jetzt damit Probleme haben, weil es neu dazugekommen ist. Also jetzt richtig mit Smartphone, Tablet und so. Und die deshalb jetzt auch Probleme haben, sich da reinzufinden. Zur gleichen Zeit ist eine weitere Gruppe unterwegs, auf der Suche nach Sitzgelegenheiten. Nicht für sich selbst, sondern für die älteren Menschen erfassen sie jede Sitzbank in Hiltrup in einem GPS-Gerät, streng kategorisiert. Ohne Lehne, Material Holz. Und wir packen das halt auch in der App so in so Kategorien rein. Das wäre hier Mittel bei der Lautstärke, weil halt auch hier eine Schule und Spielplätze in der Nähe ist. Und das wäre halt beim Schulverkehr, jetzt wäre es halt leise, aber wenn heute Nachmittag wäre es halt auch laut. Die Koordinaten landen dann im Klassenraum bei den Programmierern. Aus den gesammelten Daten programmieren sie eine Sitzbänke-App für Hiltrup. Die Idee für das Projekt kommt von Thomas Bartoczek, Geoinformatiker der Uni Münster. Beim Hochschulwettbewerb Demografischer Wandel haben er und sein Team Fördergelder gewonnen, um das Projekt an Schulen umzusetzen. Man sieht es ganz häufig in Pausen, wenn wir sagen, jetzt mal eine Pause machen. Gerade die Programmierer, die das am Ende dann entwickeln, die wollen gar nicht. Ja? Die machen direkt weiter und es klappt wirklich toll. Und auch insbesondere das Feedback, wenn sie in Kontakt treten mit Senioren, in Umfragen, in Interviews, dass sie da ganz viel erfahren, wovon sie gar nicht, also worüber sie gar nicht nachgedacht haben. Am Nachmittag ist wieder die Umfragegruppe in Aktion. Der erste Prototyp der App ist fertig und muss getestet werden. Doch, ist eine sehr gute Idee. Ja. Okay. Also das finde ich schon mal nicht schlecht, okay, wenn man da was machen könnte. Danke. Die Sitzbänke-App für Hiltrup wird in einigen Monaten im App Store zum Download bereitstellen.